Kann man schön sehen hier an dem Kästchen oben rechts. So, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, das Blaue ist halt das Schutzschild, das die Gegner haben, und das Rote ist nun mal die Anzeige für den Rumpf. Und ja, es ist gerade nicht so interessant, und da hat man gerade eben gesehen, das ist der Traktorstrahl für die ganzen Artikel, die hier rumfliegen, die man zufällig zerschießt oder die man halt bekommt, wenn man einen Gegner zerstört. Warum schaut es mich immer der King so an hier? Das ist... Mensch! Gibt's doch nicht. Ich hab doch nichts gemacht. So, da ist die Handelsroute. Die ist da und... Ab die Post. Naja. Das wird sich bald wenden. Die Rogues waren besser ausgerüstet als erwartet, aber wir haben, was wir wollten. Danke, dass Sie Lockvogel gespielt haben. Jetzt müssen Sie sie schnappen, King. Wir entladen unsere Fracht. Denken Sie an unsere Abmachung. Ich übertrage den Lohn auf Ihr Neuralnetzkonto. Verstanden. Transportführer Ende. Hey King, weshalb sind wir gekommen? Das werden Sie bald sehen. Los, landen Sie auf Pittsburgh. Wir sehen uns auf der Oberfläche. So, an den Planeten Pittsburgh andocken. Wählen Sie den Andockring von Pittsburgh und aktivieren Sie dann das Dockmanöver. Damit Sie den Andockring leichter finden, wird dieses Objekt durch den Wegpunkt markiert. Um den Andockring auszuwählen, klicken Sie irgendwo auf den Andockring oder klicken Sie auf Einsatzwegpunkt in der Kontaktliste links unten in Ihrem HUD. Klicken Sie dann auf das Symbol für das Dockmanöver im Neuralnetz am oberen Bildschirmrand. Also, so knapp war das doch eben gar nicht. Diese Übertreiber. Sie haben Pilotenstufe 1 erreicht. Glückwunsch, Sie haben Pilotenstufe 1 erreicht. Ja, durch diesen neuen Status können Sie bessere Ausrüstung und Schiffe kaufen. Das ist doch schön. Ein neues Schiff. Die dieser Stufe entsprechen, ja. Darüber hinaus dürfen Sie jetzt schwierigere und lukrativere Einsätze annehmen. Oho. Die erhöhte Pilotenfähigkeiten erfordern. So skilled sind wir also schon. Also was ich eben noch sagen wollte, ist, das ist die Turmansicht. Steht unten ja auch H drücken. So. Aber so knapp war das da eben da überhaupt nicht. Die Piloten dramatisieren ja auch alles. Vor allem Essensrationen und Pharmazeutika hatte der eine Transporter geladen. Unglaublich. Sie werden Pittsburgh reichlich langweilig finden, Trent. Da gibt's nur den Bergbau, sonst nichts. Außer Felsen, Rauch und Feuer. Aber was an Klasse fehlt, machen die billigen Drinks wett. Landen Sie Ihr Schiff auf einem der Pads da drüben. Jawohl, King. Der Planet sieht ja nicht gerade so toll aus. Nicht so wirklich einladend. Mehr wie so eine Einöde. Gute Arbeit, Trent. Ich schulde Ihnen ein paar Credits. Hey King, wussten Sie, dass es da draußen hoch hergehen würde? Aha, noch sind wir nicht fertig. Wir warten nur auf die anderen.
Welche anderen? Wir vermuten, dass der Orden Kontakte zum organisierten Verbrechen in Liberty hat. Vielleicht sogar ein Geheimquartier. Ich glaube, wir haben was entdeckt und haben Verstärkung angefordert. Wir könnten Sie dabei gebrauchen, Trent. Okay, aber ich hoffe, dass was dabei rumkommt. Das verspreche ich. Oh, und Trent, an Ihrer Stelle würde ich die Kohle in Ihren fliegenden Schrotthaufen stecken. Versuchen Sie es bei dem Händler da drüben, der hat immer was. Wir sehen uns im All. Ja, der gute Mann, der hat doch nicht ganz Unrecht, was hier diese Blechbüchse betrifft. Ja, wir gucken doch einfach mal schnell, wie er sagte, beim Schiffshändler. King im All über Planet Pittsburgh treffen. Ja, das machen wir. Der hat aber nur hier ein Nashorn. Komischer Name irgendwie, aber das ist ein Frachter und... Frachter. Ich hätte lieber einen Jäger, also... Wie auch immer. Der Händler hat nicht wirklich was für uns. So, wir starten einfach und gucken, was uns erwartet. So, das überspringe ich wieder und ab zum Einsatz. Da sind sie ja. Vier LSF-Jäger von Fort Bush suchen im Schuttfeld nach der Basis der Rogues. Sie haben schon Gefangene gemacht. Ich lade die Koordinaten für unser Suchmuster hoch. Zur Patrouille treffen wir uns mit einem weiteren Jägergeschwader. Moment, da sind sie ja. Gamma 6, Delta-Patrouille meldet keinen Feindkontakt. Sie sollen weitersuchen. So oder so, wir finden heraus, wo diese Rogues sich verstecken. Trent, ich habe einen Wegpunkt in ihr Neuralnetz geladen. Formation einnehmen. Ei, ei. So, Epsilon 1. Das ist Epsilon 1. Und da gehen wir mal flott in die Formation. Ich mit meinem kleinen, leichten Jäger fühle mich schon ein bisschen seltsam. Hier mit meiner Schrottmühle. Liberty-Patrouillen, bitte melden. Alle Einheiten auf Abfangkurs gehen. Ich lade einen Wegpunkt hoch. Hier LSF-Patrouille Gamma 6. Wir sind auf Abfangkurs und nähern uns Ihrer Position. Over. Verstanden, Gamma 6. Wir werden von mehreren Rob-Jägern angegriffen. Mehrere Decks brennen und unsere Verteidigung versagt. Verstanden. Durchhalten. Das klingt ja richtig schlimm. Übrigens, hier ist außerdem ein Ziel, das man halt nochmal in 3D sich anschauen kann. Ich meine, nette Spielerei, aber gut, ich persönlich brauch's jetzt nicht. Ich hab's einfach mal angeworfen, um zu zeigen. Schweren Schaden. Schaff diese Typen weg. Da ist es. Schwer beschädigt. An alle. Formation auflösen und angreifen. Allerdings, ja, dann los geht's. Auf ins Gemetzel. Ja, du wirst angegriffen. Von mir. So, das war der erste. King, ich glaube, das schaffen wir, oder? Wenn ich mir das so recht überlege, hätten wir doch vielleicht einfach mal ein paar neue Waffen kaufen sollen auf Pittsburgh. Denn diese zwei kleinen billigen Waffen, die machen ja so... Na, naja, gut, für Level 1er ist das ein mittlerer Schaden. Aber was soll's, wir kaufen uns bald ein neues Schiff. Hoffe ich doch.
Weil dieses kleine Minischiff, das hält, glaube ich, nicht wirklich viel aus. Zum Wegpunkt fliegen. King folgt Ihnen nun bis zum nächsten Wegpunkt des Suchmusters. Sie können die Reisetriebwerke einsetzen, um rasch dorthin zu gelangen. Reiseflug. Drücken der Taste Umschalt W oder klicken auf das Symbol der den Dreiecken unter freier Flug schaltet das Reisetriebwerk ein und aus. Reisetriebwerke bieten eine gute Möglichkeit zur schnellen Fortbewegung, aber während sie aufgeladen oder benutzt werden, können sie keine Waffen abfeuern. In Ordnung. Gut. Da könntest du recht haben, King. Mayday, hier LSF Beta 4. Werde angegriffen und brauche Hilfe. Hier LSF Patrouille Gamma 6. Wir hören Sie, Beta 4. Wo sind Sie? Over. Am Rand des Schuttfelds. Mehrere Rogue-Schiffe verfolgen mich. Ich werde nicht los. Meine Schilde versagen. Okay, Trent. Pusten wir die Kerle weg. Ja, helfen wir dem Arm doch mal. So, Nummer 1. Hoffentlich hält eine hier durch, der letzte Verbliebene des Suchtrupps. So, da gibt es wieder etwas zum Einsammeln. Ein Traktorstrahl, der natürlich sehr praktisch, den wir auch haben. Ich werde, hoppla, da nachher nochmal kurz drauf eingehen. Beta 4, wie ist Ihr Status? Das Schiff hält gerade noch so. Wo ist der Rest Ihres Geschwaders? Futsch. Wir haben das Schuttfeld durchsucht und gerieten in einer dichten Teilchenwolke unter schweren Beschuss. Ah ja, Sie müssen nah bei Ihrer Basis gewesen sein. Können Sie uns die Position zeigen? Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Melde Systemüberhitzung und Leck in der Kühlung. Ich kehre nach Pittsburgh zurück. Viel Glück, Beta 4. Danke, Ihnen auch. Also dann, Trent, auf zu den Koordinaten. Das war's dann wohl, Trent. Ich werde Verstärkung rufen. An alle Einheiten, hier Gamma 6. Wir kennen die mögliche Lage der Rogue-Basis. Setzen Sie Kurs auf folgende Koordinaten. Hier Alpha 1. Bestätigt. Wir treffen uns bei den Koordinaten. Over. Hier Delta 1 Führer. Wir sind auf der Rückseite von Pittsburgh. Ändern Kurs zu Ihrer Position. Over. Halt, ich hab da was. Rogue-Kampfjäger im Anflug. Bereit machen. Das Feld.
Status? Die Rogue-Basis muss in der Wolke da vorn sein. Folgen Sie uns und Funkstille wahren. Trent, Sie übernehmen die Führung. Verstanden. So langsam sehen wir aber hier immer weniger. Da, die Rogue-Basis. An alle Einheiten. Hier Gamma 6. Wir haben die Position der Rogue-Basis bestätigt. Ich übermittle neue Koordinaten. Also ich sehe gerade überhaupt nichts durch den Nebel. Ach doch, hier ist er. Alle Einheiten. Ich sehe zwei Verteidigungsplattformen und ein gepanzertes Depot. Dafür werden wir Torpedos brauchen. Over. Das Delta-Geschwader hat Torpedos. Sie sind unterwegs, Trent. Wir können ihre Basis nicht knacken. Die Panzerung ist zu stark. Aber wir können ihre Verteidigung schwächen, indem wir die Plattformen zerstören. Los geht's! Aufpassen, Trent. Weitere Piratenschiffe im schnellen Anflug. Ich hoffe, die Verstärkung ist bald hier. Ja, dann zerstören wir mal diese komische Waffenplattform. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier so stehen bleibe. Ich glaube, unser Schutzschild fällt gleich aus. Das ist schon... Eine weg, noch eine übrig. Genau. Da hinten ist noch die zweite, die ist schon gut beschädigt. Die könnten wir ja noch vielleicht ein bisschen ärgern. Zweite Plattform weg. Wo bleiben diese Torpedobomber? Ja, King, ich weiß es auch nicht. Hier LSF Delta 1. Wir nehmen die Station unter Torpedobeschuss. Over. Sehr gut. Schön, euch Jungs zu sehen. Machen wir sie fertig. Das Tolle daran ist, dass das Schild sich nach einer Zeit automatisch wieder auflädt. Beziehungsweise wiederkommt. Übrigens auch sehr praktisch, wenn man keine Schutzschildbatterien mehr hat. Torpedos unterwegs. Guter Schuss, Delta-Führer. Gern geschehen, Gamma 6. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft.